So lernen wir uns kennen. Wet Nut. Das ist Mario Odyssey, ein wundervolles Nintendo-Spiel, was im Jahre 2017 rauskam. Kennt ihr vielleicht? Der Glitch funktioniert nur mit Version 1.0. Im Mushroom Kingdom gibt es eine Nut. Das Komische ist, dieser Glitch funktioniert nur, wenn die Nut vorher wet war, beziehungsweise unter Wasser. Damit das Ganze funktioniert, was wir hier vorhaben, müssen wir das ins Wasser werfen, kurz warten, bis es den Boden berührt, wieder nehmen und jetzt funktioniert es. Also im Grunde geht es darum, wenn man alles richtig macht und das ist wieder so eine Frame-Perfect-Scheiße, dann hast du Infinite Jumps. Also du hast unendlich Sprünge. So sieht das Ganze aus. Ich habe schon ein bisschen trainiert. Es sieht sehr einfach aus, aber es ist viel härter, als es aussieht. Heute so 3-4 Stunden habe ich immer und immer wieder das gemacht. Einfach nur, um reinzukommen. Mein Ziel ist es, ich zeige euch das mal ganz kurz, vom Mainland, also von Mushroom Kingdom, möchte ich da hinten auf die Yoshi-Insel kommen. Mit Hilfe von Infinite Jumps. Grundsätzlich beherrsche ich Wet Nut. Ne? Also grundsätzlich kann ich das hier machen. Aber ihr seht, irgendwann mache ich einen kleinen Fehler, weil das ist Frame-Perfect-Shit. Entweder man macht es irgendwann ein wenig zu spät oder man macht es irgendwann ein wenig zu früh. Und ich mache die Fierce and Fire Challenge. Und zwar, sobald ich auf der Insel dort bin, ist die Challenge immer noch nicht vorbei. Ich versuche dann einen Impossible Jump zu machen. Und zwar von der Insel da hierhin. Also ich versuche auch wieder zurückzukommen. Ihr versucht mit der Nut erst auf die Insel und dann wieder zurück. Mithilfe eines Impossible Jumps. In Anführungsstrichen Impossible Jumps. Also theoretisch könnte ich das von da unten starten. Aber ich glaube, es ist ein wenig einfacher, wenn man das Ganze von hier macht. Weil irgendwie kommt es mir so vor. Also die Distanz erstens. Klar, die ist kein großer Unterschied, aber die Höhe. Ich muss nicht krass auf die Höhe achten, wenn ich das Ganze von hier mache. Hast du ein Ziel, wo du hinkommen willst? Also wie gesagt, ne, ich möchte da hinten auf die Insel mit Hilfe von Wet Nut. Und dann mit einem Impossible Jump wieder aufs Festland. Dann wollen wir. Es ist alles Timing. Ja. Und direkt verkackt. Wir wollen auf die Insel dort hinten. Also ich habe den Assist-Modus angemacht, dass wenn ich runterfalle... Okay, die Nut ist auch runtergefallen. Dass wenn ich runterfalle, einfach zu der Nut kann. Und ich glaube, wenn die Nut schon einmal im Wasser war, dann runterfällt, hier respawnt, dann ist die immer noch in seinem, in Anführungsstrichen, Wet-Zustand. Also ich muss den nicht nochmal ins Wasser tun. Das ist, glaube ich, das Geile an dem Assist-Modus. Und wie gesagt, ich kenne nur Fierce and Fire, der das geschafft hat. Vielleicht gibt es andere YouTuber und Streamer. Vielleicht hat es auch Small End geschafft. Ich habe es nicht gesehen, ich habe danach gesucht. Bisher kenne ich doch Fierce and Fire. Ist da eine unsichtbare Wand? Da ist keine unsichtbare Wand. Scheiße. Es ist wirklich hart. Es ist wirklich hart. Da ist normalerweise nur eine unsichtbare Wand, wenn du aus dem Porträt auf der Insel von Yoshi nach Mushroom Kingdom gelangst, dann ist hier eine unsichtbare Wand. Aber andersherum, also von der Map aus zur Insel, befindet sich da keine unsichtbare Wand. Deswegen können wir auch zurückspringen. Deswegen können wir diesen Impossible Jump überhaupt machen. Okay, ich habe da ungefähr die Hälfte des Weges geschafft. Aber wir sind weit gekommen. Das ist tatsächlich das Weiteste, was ich bis jetzt geschafft habe. Musst du den linken Stick bewegen? Nee, also es wird wirklich empfohlen, den linken Stick nicht zu bewegen. Irgendwann ist es nur noch eine Kombination aus ZL, B und Y. Also wenn ich das hier schaffe, habe ich nur Nut November nächstes Jahr automatisch gewonnen. Ohne irgendetwas zu tun. Deal, 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 deal. Okay, okay, okay. Dankeschön, Chat. Ihr seid gnädig. Irgendwie funktioniert das nicht mehr. Ich muss meine Nüsse feucht machen, liebe Freunde. So, Nüsse sind wieder feucht. So wie es sich gehört. Das war zu früh. Das ist Millisekunden-Shit. Ja, also mehr seht ihr heute nicht, Leute. Ihr seht, wie ich das immer und immer wieder versuche. Aber einmal waren wir schon relativ weit. Weiß man, warum die Nuss nass sein muss? Das hat man nicht rausgefunden. Das weiß niemand. Oh mein Gott. Das hat mich gerade motiviert, den Rasen da hinten zu sehen. Es ist übertrieben schwer. Aber es ist möglich. Es ist möglich für mich. Also man muss wirklich das perfekte Gefühl dafür entwickeln. Ich glaube, selbst wenn ich das heute entwickle und das Ganze in einem halben Jahr beispielsweise nochmal mache, dann habe ich das Gefühl schon wieder verloren. Das war zu spät. Man hat immer so dieses Gefühl, oh mein Gott, that is it. Aber dann fällt man einfach bitterlich runter. Oh mein Gott. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich immer ein wenig schneller geworden bin. Kann das sein? Das gibt es nicht, als ob ich wieder zu langsam war. Also ihr habt das gesehen, ich bin gegen Ende immer ein kleines bisschen schneller geworden. Oder kam mir das nur so vor?
Da, ich war schon wieder zu langsam. Wie lange geht das Stream, bis ich es geschafft habe? Kann sich nur um Stunden handeln. Ich finde, das sieht viel, viel einfacher aus, wenn man das Ganze von außen beobachtet. Als ich mir die Videos dazu angeguckt habe auf YouTube, dachte ich mir so, hä? Digga, das kann doch nicht so schwer sein. Das sieht wirklich nicht schwer aus. Aber holy shit, habe ich das unterschätzt. Sei die Nuss. A coconut nut is a giant nut. Auch wenn es keine Coconut ist. Meine Nuts. Soll ich der Nut eigentlich einen Namen geben, Leute? Wie soll die Nut heißen? Nutty ist geil. Wilson. Leute, wir sind ja nicht bei Seven vs. Wild und ich bin nicht Knossi. Wir nennen ihn nicht Wilson. Gustav. Gustav finde ich geil, wir nennen ihn Gustav. Mit Hilfe von Gustav werde ich es schaffen, auf die Insel zu gelangen. Ich finde übrigens dieser Song von damals, hier ist a coconut nut is a giant nut. Wer von euch hat The Boys geguckt? Da gibt es einen Song, der geht so um. If you want to be happy, live in King's life. Never make a pretty woman your wife. Und das Witzige ist, man denkt so, oh mein Gott. Was ist das für ein Parody-Song? Aber das Krasse ist, dieser Song hat wirklich mal existiert. Das ist ein actual Song. Und jetzt war ich schon wieder zu schnell. Weniger quatschen, mehr mache. Weniger quatschen, mehr machen. From a logical point of view, only marry a woman uglier than you. Eigentlich voll der sexist Song, aber ich habe trotzdem einen Ohrwurm. Das war zu früh. Also es kommt wirklich auf den Dive an. Gustav, hast du das gehört? Es kommt auf den Dive an. Nein! Gustav! Du hast mich enttäuscht. Ich habe aber das Gefühl, also ich komme zwar höher, aber nicht wirklich weiter. Vic, bitte werd Sänger. Neujahrsvorsatz 2023, ich werde Sänger. Aber ich mache nicht Rap, ich mache einfach Death Metal. A coconut nut is a giant nut. Wir sind ja an sich fast so hoch wie die Insel dort hinten, ne? Wir müssen nicht unbedingt dafür gehen. Es reicht, wenn wir es mit Entfernung probieren. Und das tun wir, indem wir Mario ein bisschen länger fallen lassen, habe ich das Gefühl. Weg hat heute feuchte Träume von Gustav. Aber ich kenne Gustav auch nur feucht, Leute. Ich habe Gustav noch nie trocken erlebt. Wieso Assist-Mode? Deswegen. Cool, oder? Es ist so schade, weil ich halt nicht weiß, was ich besser machen kann. Ich glaube, der Impossible Jump ist wesentlich einfacher als das hier. Oh. Ich habe das Gefühl, ich bin richtig schlecht geworden. Was willst du damit schaffen? Oder wie hoch willst du kommen? Also nochmal, Leute. Dahin. Das muss jetzt doch inzwischen jeder verstanden haben. Mario? Nuss. Glitch. Da hoch. Das ist die Challenge. Also das muss man... Also es ist wirklich nicht kompliziert. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Ich kann das einfach nicht mehr. Mann! Ein Zentimeter. Das ist sehr deprimierend. Das tut echt weh. Also ich war mir so sicher, dass ich da mit einem Dive auf jeden Fall hinkomme. Aber egal. Egal. Wir haben es fast geschafft. Das war wieder sehr knapp. Mit meinem Zeigefinger geht es gar nicht gut. Der ist komplett rot. Doch, da sieht das so ein bisschen. Vergleich das mal. Hier, unter meinem Auge. Wie oft mache ich den Sprung bis zur Insel? Ich muss es nicht einmal richtig machen. Ich muss es mindestens 30 Mal hintereinander richtig machen. Und das ist die Schwierigkeit. Fall nicht runter, fall nicht runter. Lass ihn in Ruhe. Oh, nein! Oh Mann! Seit 4,5 Stunden probiere ich diese Scheiße. Ich habe echt keine Energie mehr. Das ist halt ultra schwer. Ich dachte immer, komm... Wet Nut Glitch ist natürlich eine harte Challenge, aber ich habe schon so einiges bei Mario Odyssey gemacht. Aber das ist anders. Mach doch lieber was Einfacheres. Du Dreckshund, hör auf, immer das runterzuwerfen, Alter! Ich habe jetzt wieder nicht drauf geachtet, warum das passiert ist. War ich wieder zu langsam oder zu schnell? Oh, meine Hand tut jetzt richtig weh, aber es ist mir scheißegal. Es ist so frustrierend, dass ich immer an derselben Stelle verkacke. Das kann doch nicht wahr sein. Ach du Scheiße.
Wir haben 5 Stunden lang, also fast 6 Stunden lang probiert, mit dem Wet Nut auf diese Insel zu gelangen. Ich glaube, das ist eine der härtesten Mario Odyssey Challenges, die ich je gemacht habe, wenn nicht die härteste. Wir versuchen jetzt mit einem in Anführungsstrichen Impossible Jump, jetzt wo die unsichtbare Wand weg ist, ne, weil von dort nach hier ist keine unsichtbare Wand da. Deswegen versuchen wir jetzt nochmal zurück zu jumpen. Es ist extrem hart, aber wir werden es hinbekommen. So ungefähr. Ja, das ist zu tief. Das ist zu tief. Aber ihr seht, wenn wir ein bisschen höher wären. Oh! Okay, 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 okay. Geschafft. Ich kann es nicht glauben. Gustav, mein lieber Freund, das habe ich 5,5 Stunden gemacht. Immer und 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 immer wieder. Wir haben es geschafft, vom Festland da oben auf die Yoshi-Insel zu kommen, was eigentlich nicht normal ist, mit der Hilfe von Wet Nuts und sind von der Insel da hinten wieder zurückgesprungen mit einem klassischen Impossible Jump. Es ist sogar möglich und ich bin einfach nur happy. Also das ist wirklich eine der krassesten Challenges, die ich je gemacht habe. Haut rein und ciao. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.